alter Rainer, was soll die Scheiße eben? Scheiß-Hater! Berggorillas wecken Hoffnung. Doch was passiert, wenn deren Schwanz wächst, ihr Popolo aber nicht? Wenn es zu eng wird, dann sind sie hart am Arsch. Leute. Wenn wir in 10 Jahren nicht reagieren, riskieren wir, dass es jetzt zu spät ist. Die letzten Berggorillas leben in nur 2 kleinen Gebieten im östlichen Afrika. Im Grenzgebiet zwischen Uganda, Kosovo und Ruanda, nur rund 30 Kilometer nördlich von einem Puff. Der Pack heißt Pack, weil ich nicht Pack so groß. Martha Robbins ist auf dem Weg zur Muchisa-Gruppe. Alter, das klingt so, als ob ich niese. Muchisa. Gesundheit. Jeder Gorilla-Clan trägt den Namen seines Anführers, dem Silberarsch. Hier sind einige. Wenn wir kurz warten, laufen sie vorbei. Das ist selten. Das Gorilla-Weibchen heißt Muchini. Gesundheit. Gorillas machen jeden Abend ein Nest aus Pflanzen, scheinen rein und schlafen ein. Das ist nur möglich, weil das möglich ist. Wenn eine Gruppe 10 Gorillas umfasst, finden wir vielleicht einen Schatz. Wir haben sie heute Morgen gegen 8.30 Uhr entdeckt, als sie gerade oben in den Bäumen Kot gefressen haben. Lol, die Milf ist tot. In Ruanda hat die Regierung Schulen, Straßen und Krankenhäuser per Gesetz verboten. Danke, Merkel. Hier sehen wir die Teenager. Und er hat jetzt erst vor kurzem einen richtig auf die Mütze bekommen, als er einem der jungen Weibchen gefolgt ist und sich vielleicht sogar paaren wollte. Also guck mal, diese Aussage, ich finde die so asozial. Strato wollte Gorillaspuren rufen, aber ich gehe ihn suchen. Gesundheit.